Hallo, ihr Lieben überall. Hallo. Danke, dass ihr da seid. Einfach wunderbar, euch in unserer Mitte zu wissen. Wir sagen nicht nur mit Liedern, wir sagen es auch mit Worten. Wir lieben euch. Alles, was wir heute machen, ist aus Liebe geschehen zu euch. Und die Liebe wird zum Ausdruck gebracht, nicht allein in Worten, sondern in Taten. Ich bedanke mich bei der ganzen Crew wieder. Es sind hunderte von Technikern allein dabei. Es sind Künstler. Man kann nur aufzählen. Aber wir sparen uns heute die Zeit und gehen direkt ran an die Substanz. Okay? Seht ihr, mit dieser 19. AZK fokussieren wir darum explizit das Problem des Staatsbankrottes. Oder man kann auch von Rechtsbankrott sprechen. Zuerst verschaffe ich euch jetzt einen umfänglichen Überblick. Ja? Und über diesen gelangen wir dann zusammen in eine Standortbestimmung, ob die solche Themen überhaupt aktuelle Relevanz haben. Und dann umkreisen wir zusammen die Frage, was nun zu tun ist, wenn sich kriminelle Seilschaften in unsere Staatssysteme einschleichen konnten. Insbesondere, wenn unsere Schutzeinrichtungen bis hin zur Justiz von einem geheimen Filz unterwandert sind. Ja? Wie ist überhaupt vorzugehen, fragen wir uns, wenn dringende Aufarbeitungen über Parlamente, über Medien, Judikative und so weiter gar nicht mehr möglich sind. Ja? Und unsere fachkompetenten Referenten heute steigen zur Beantwortung genau solcher und ähnlich gestellter Fragen in den Ring. Und wir danken Ihnen vorweg herzlich, dass Sie diese Herausforderung für uns alle, ja ich sag mal für die ganze Welt, angehen werden. Nach Ihren besten Kräften geben wir Ihnen bitte jetzt schon einen Applaus, einen kräftigen Applaus. Aber hört gut zu, wir streben auch mit dieser 19. AZK keinesfalls etwa einen Staatsstreich an. Wir sind auch in keinem Ansatz Feinde der Demokratie. Ja, wir wollen nur und einzig rechtzeitig fachkompetent wissen, was unser geltendes Recht und Verfassung in solchen Fällen gebieten. Ja, das gibt es nämlich. Wie soll ein gleichsam verwaistes Volk eingeschlichene Banditen und Terroristen wieder aus seinem Staatssystem, ich möchte mal sagen, auskerchern? Ja, wie geht das? Aber ich beginne jetzt zuerst mit der erwähnten Standortbestimmung und richte unsere Aufmerksamkeit zuerst jetzt einmal auf einen Vergleich. Hört gut zu. So nämlich wie Satanisten mit Vorliebe als Juden auftreten, sich als Juden tarnen, um die Juden als ihren Schutzschild zu missbrauchen, so geben sich Geheimbundmitglieder mit Vorliebe als Staat aus, um das Staatswesen sich als Schutzschild vorzuhalten. Versucht man daher, irgendwelche Satanisten aufzudecken, werden die sogleich laut von Antisemitismus und Rassismus schreien. Ja? Wer dagegen versucht, jene Geheimbundmächte offenzulegen, und zwar die in diktatorischer Manier unsere Demokratien unterwandert haben, der wird von ihnen umgehend als Demokratiefeind verschrien. Versteht ihr? Und greift man jetzt die Maulwürfe der Freimaurermafia im Staat an, werden diese sogleich was laut schreien? Staatsstreich, oder? Der will den Staat stürzen. Versteht ihr das? Aber niemand will hier einen Staat stürzen. Zu allerletzt in der 19. AZK. Ja? Sondern einzig den Staat vor Verbrechern retten. Das ist unsere Pflicht. Mängel im Staat sollen doch nicht in der Gesinnung angegangen werden, den Staat aufzulösen, sondern vielmehr seine Mängel einfach zu ergänzen, zu vervollständigen. Dasselbe mit der Demokratie. Mängel in der Demokratie sollen nicht bloß kritisiert, verklagt oder bedauert werden, gar. Mängel in der Demokratie sollen vielmehr ergänzt, aufgearbeitet werden, damit die Demokratie zur vollen Größe, zur Vollreife gelangt, ja. So geht das. Niemand will hier der vielen Mängel wegen, könnte man sagen, die Demokratie abschaffen. Man schafft ja auch nicht die Kinder ab, nur weil sie Mängel haben, oder?
solche fördert man bis zu ihrer vollen Mündigkeit und Größe, um ihre großartigen Fähigkeiten freizusetzen. So macht man das. Aber seht ihr, längst werden doch nahezu alle heilsamen Entwicklungen in dieser Welt bereits wirklich im Keim erstickt. So ist es. Es gibt hier eben tatsächlich hier unten global agierende Kreise und Widersacher, denen buchstäblich jede Form unserer Mündigkeit und Autarkie von Grund auf ein Dorn im Auge ist. Und diese Kreise sind ganz reale Feinde der Menschheit, obgleich sie getarnt als Menschenfreunde daherkommen. Ja? Ich vergleiche diese Sorte Mensch immer wieder mit einem geschickt getarnten Kraken, der aus seinem Versteck heraus seine Beute reißt. Und sein Zielobjekt ist nichts Minderes als die ganze Menschheit. Und weil dieser Krake die Weltherrschaft für sich allein erstrebt, hat er seine Tentakel längst um nahezu alle Nationen geschlungen. Und nein, mit dem Kraken sind nicht irgendwelche Rassen, so etwa die Juden oder irgendwelche Nationalstaaten, wie etwa die USA, Russland, China, Frankreich und so weiter gemeint. Gerade diese befinden sich allesamt auch im Würgegriff des Kraken. Der Krake ist ein weltweit miteinander vernetzter Geheimbund, der unsere Nationalstaaten seit Jahrhunderten schon gezielt unterwandert und aus dem Verborgenen heraus manipuliert. Er beherrscht uns über seine gleichgeschalteten Medien. Das muss man verstanden haben. Es handelt sich um einen Club geld- und machtbesessener Superreicher. Sprich, der Krake konstituiert sich aus einem weltweit agierenden Netzwerk von Satanisten der Hochgrad-Freimaurerei, wie wir es in vielen Filmen schon bewiesen haben. Und dieser Geheimzirkel hat nachweislich so ziemlich jede gewichtige Schaltstelle der Gesellschaft unterwandert. So etwa unsere Wirtschaft, Justiz, Politik, Wissenschaft, Medizin, Medien, Religion, kann man noch viel aufzählen. Und seht ihr, alle wirklich großen Geschehnisse der Gegenwart, aber auch der nahen und fernen Vergangenheit, gehen daher auf das Konto dieses Kraken zurück. Und zwar von der französischen, russischen oder amerikanischen Revolution bis zu den zwei Weltkriegen. Von der zeitgleichen Gründung von Zentralbanken und des Kommunismus bis zur Gründung der UNO, des Internationalen Gerichtshofes, der WHO, Israels sogar, ja, Gründung der NATO, der NASA, der EU und so weiter. Die Aufrüstung Chinas zur führenden Weltmacht geht ebenso auf das Konto dieses Weltherrschaftskraken wie etwa die Anschläge von 9/11. Und ich sage euch, jeden Satz, den ich hier spreche, findet ihr nachher im Sendungstext unten mit Links bewiesen, mit Beweismaterialien. Das sind keine Theorien, das sind Beweise, versteht ihr? Vom arabischen Frühling über einige heuchlerische Farbrevolutionen bis hin zu den gegenwärtigen Kriegen in der Ukraine und Israels ist alles eine Zeugung dieses einen Kraken. Ganz besonders das in Israel jetzt wieder. Jetzt die gute Nachricht. Der Krake ist nicht allmächtig, ja, weil er besteht aus einer überschaubaren Anzahl, ich nenne sie mal machtgeiler Superreicher und deren Vasallen. Und diese Weltherrschaftssekte bezieht ihre Macht einzig aus der Täuschung der Völker, aus nichts anderem. Und unsere Leichtgläubigkeit und unser Gehorsam gegenüber ihren Lügen sind ihre allereinzige Macht. Das müssen wir erkennen und glauben.